still und geheimnisvoll ist die Welt der Seeanemonen. Die Blumentiere leben in allen Meeren, von der Brandungszone bis in die Tiefsee. In den Aquarien im Ultima Watt Forum zeigen sie sich in all ihrer Pracht. Gemeinsam mit vielen anderen Tieren, die vor der schleswig-holsteinischen Nordseeküste beheimatet sind. Kuckuckslippfische sind die Transvestiten im Aquarium. Im Laufe ihres Lebens können sie sich von Weibchen zu Männchen und wieder zurück verwandeln. Röhrenwürmer fächeln mit ihren filigranen Tentakelkronen nach Nahrung. Auf den Felsen kriechen Schlangensterne. Bei Gefahr können sie einzelne Arme abwerfen, die aber wieder nachwachsen. Schwerelos schweben die Quallen durch das Wasser. Sie werden von der Strömung getragen, können sich aber durch schnelles Zusammenziehen ihres Körpers auch aktiv bewegen. Ebenso wie die Quallen gehören auch die Seeanemonen zu den Nesseltieren. An ihren beweglichen Tentakeln, die am Kopfende aus dem Körper ragen, befinden sich Nesselkapseln. Mit diesen Fangarmen erbeuten die Blumentiere Plankton und andere kleine Beutetiere. Seeanemonen bewegen sich normalerweise auf ihrer Fußscheibe fort. Manche jedoch mögen es bequemer. So wie diese, die sich von einer Meeresschnecke tragen lässt. Ihre Tentakel können die Seeanemonen durch die Schlundöffnung in den schlauchförmigen Körper zurückziehen. Von der farbigen Pracht der Blumentiere ist dann kaum noch etwas zu erkennen. Manche Fische oder Garnelen suchen zwischen den nesselbewehrten Tentakeln der Seeanemonen Schutz vor Feinden. Es ist eine eigenartige Welt, dort im Dämmerlicht am Meeresgrund.